wir da hinkommen, da. Ich würde es da annehmen. Haben wir auch, ob das mitmacht. Oje, 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 oje. Was macht wer mit? Der Schlüter. Den Düngerstreuer hinten dran. Die Räder sind alle so groß hier. Platz sind weg. Ja, sag mal Bescheid, wenn dir die Sämaschine zu nahe kommt, Flo. Ja, das ist kein Problem. Ich bin im Feld gleich fertig hier. Ja. Ja, weil ich bin hier gerade. Streuer. Der Hand. Da hat er kein Gewicht zuschalten. Okay. Dazu. Dann haben wir das wenigstens. Ja. Juhu. Weißt du was? Da wo man Stroh abladen kann, ja. Ah, hat geklappt. Ja. Fuck, das ist Muster, das ist gehen. Bin gespannt, ob ich da mit einem Ladewagen durchkomme, da. Ich fahre hier wie so ein Betrunkener, ey. Nichts Neues. Ja. So, dann kann man mal Gras einsammeln, da. Das ist eine Einsammellist, heißt es, ja. Jetzt habe ich hier an den Düngerstreuer geschnappt, bin schon halb vom Hof weg und das Ding ist bloß halb voll. Wer macht denn Leute. Sowas? Was denn? Ach, da reicht's. Den halb vollen Düngerstreuer abgestellt. Vielleicht mal rausfinden, wie ich das Ding anschalte. War es strecken. Auch nicht. Auch nicht. Mein Gott. Ja, in der Tastatur. Ich bin das Gamepad einfach nicht mehr gewöhnt. Ich spiele nur mit dem Gamepad. Also GTA. Weißt du wie? LS15 zumindest. Nur mit dem Gamepad spiele ich das. Also ich spiele es mit dem Gamepad. Ja, du kannst mir sagen, wie man Düngerstreuer einschaltet mit dem Gamepad. Muss mich gleich mal einsteigen lassen, dann kann ich gucken. Du weißt es nicht, aber die Finger wissen es so ungefähr, weißt du? Ja, ich müsste LB irgendwas, LBX, LBA. So? Ach ja, warte mal, da war eine Doppelbelegung. B. Ja? LBB tut dann schon mal senken. Oho. Ja, LBX. Siehst du? Dem. Juhu! Ich hab Doppelbelegung. Das... Oh, ich hab, wie gesagt, bald die Jahre oder über Jahre nicht mehr mit dem Gamepad gespielt, ja. LS. Ja. Ich bin immer in dem Alter, da vergisst man sowas sehr, sehr schnell. Ja, sag ich, es ist ab 30 Baus ab. Echt? Sowas von. Verdammt. Was? Ab wann baust du ab? Ab 30. Das ist eine Klappe. Da ach, geht Tom, das ab. Tom hat übrigens bald Geburtstag. Dachte ich mir nach seinem Kommentar schön. Dann wird Tom bald wieder 30, der Tom, der Gute. Wurde auch Opa. Ja. Opa nee, Tom? Nee, da haben wir noch lange Zeit. Nee, 30-Jährige sind alles Opas. Na Tom, so viele Tage sind das nicht mehr bis zu deinem 30. Was? Ja, es ist noch lange hin bis zu deinem Geburtstag. Ja. Ja, das sagt man immer vorher, es ist noch lange hin bis zum Urlaub und schwupp war er vorbei. Mhm. Soll ich noch irgendwas, muss noch irgendwas gegrubbert werden? Irgendein Feld? Ja. Der hier ist die 3? Gute Frage. Ne, die 3 lässt du mal. Ich mag das, das sieht so schön grün aus. Weil auf der 4 liegt noch Stroh rum. Kollege, gerade, wo war denn das? Irgendwo habe ich Stoppeln gesehen. Die auf der 1. Ja, die 4 kannst du machen, da wird Stroh 30. Ja, wir wissen eh nicht, wohin wir mit. Viel Kohle gibt es dafür eh nicht. Eben, und wenn wir wirklich was brauchen, dann machen wir schnell 2 Reihen oder so. Mit Strohablage. Ach. Die Kühe. Haben wir was hier? Ja. Okay. Produktivität 44%. Ist auch nicht so gut. Ja, weil die Silage noch abgeht. Zum Durchgang. Was habt ihr mit dem ganzen Gras gemacht? Welchen Gras?
Wir hatten doch letztens haben wir doch Gras gemäht. Wie der Blöden. Das sammelt die gerade auf, so. Ach so, das liegt noch rum. Ist okay. So, wo wollte ich jetzt noch? Wollte ich auf der 7 noch weiter düngen. Vorne dran könnte auch ein bisschen schwerer sein. Es ist schwierig mit schönen kleinen Treckern hier rumzufahren, wenn du alles nur so riesige Anbaugeräte hast, die so scheiße schwer sind. Ja, das kann ich verstehen. Geht gerade so. Merkt, wie er schön ein bisschen über der Vorderachse schmiert, aber es geht noch. Männchen macht er noch nicht. Noch nicht, kommt noch. Ja, ich weiß nicht, ich habe ihn ja halb voll mir geschnappt, den Düngerstreuer. Ach, der Oma hat mal an. Wolchen. Ja, sammelt mal so auf. Och, ich habe so viel Lust, jetzt vor mich hin zu pfeifen und ich darf das nicht. Ich glaube, sie waren DS-Regeln gegangen. Glaubst du wirklich, die habe ich mir schon mal durchgelesen? Was? Du hast die nicht durchgelesen? Warum sollte ich mir irgendwelche Regeln durchlesen, die im Endeffekt hier der gesunde Menschenverstand auch sagt? Da ist auch wieder was Wahres dran, ja. Ja, ich weiß jetzt nicht, was da alles drin steht. Okay, pfeifen. Tom hat es ja schon so vor Monaten das erste Mal gesagt. Ich kann auch pfeifen. Das tut doch gar nicht weh, geht doch. Nee. Aber Tom, er regt sich daran. Es regt ihn auch so rum. Es erregt ihn. Ja, es erregt ihn, ja. Ja, ja. Oh, gerade so gereicht. Ja. Was denn, Tom? Was wolltest du sagen? Tom erregt so einiges. Ich bin jetzt zum Beispiel auch querfeld eingefahren hier und nicht über den Weg. Mag er auch nicht so, hä? Nee, Tom ist halt Landwirt durch und durch. Tom ist Perfektionist. Eigentlich müsste der Steinbock sein. Ist er aber nicht. Er ist... Bist du noch Krebs? Ich? Ja. Nein. Was bist denn du? Wann habe ich Geburtstag? Ich weiß es, wann du. Ich sag's lieber nicht laut. Sag mal einfach, welches Sternzeichen du bist. Sonst verrate ich das, an welchem Tag du Geburtstag hast. Das hätte ich nicht können. Doch. Wen? Liebe Zuschauer, ihr müsst dann auch gratulieren, wenn Tom Geburtstag hat. Oh, falls wir es verraten sollten, wenn er Geburtstag hat. Und wann er 30 wird. Also, Tom, welches Sternzeichen bist du? Ich habe viele Gesichter. Ach, du bist Zwilling. Ja, das merkt man. Weil? Weil eine Persönlichkeit heißt. Ja. Ja. Ich wollte es nicht so laut sagen, aber. Ja, verstehe dich schon. Danke. Wenigstens einer. Wann hörst du nochmal? Am 9.7. Ach ja, stimmt, du bist kein Zwilling mehr. Nein, ich bin Krebs. Krebs, krank. Ja. Ich stehe wenigstens dazu, weil ich Geburtstag habe. Eh nicht. Nee? Ja. Ich bin kein Fan von meinem Geburtstag. Ja. Also, liebe Zuschauer, Tom hat noch vor mir Geburtstag. Ja. Du wirst wann? Nee, du bist ja erst. Wie alt bist du? Ich werde 2017 werde ich 30. Ja, nicht mal allzu lange. Nee. Da hast du recht. Aber dafür habe ich mich jünger gehalten wie du. Was? Ja. Nur weil du keinen Bart hast. Glaub mir, ohne Bart sehe ich aus wie 20. Ja, oder 19. Doch, wetten? Nein, ich wette lieber nicht. Ey, das wäre eine gute Idee. Beim 2000 Abonnenten-Special rasiere ich mir den Bart ab. Echt? Ja. Ja. Mach ich. Das geht gerade so, ja. Das mache ich dann wirklich.
Es wäre ja wär lustig, wenn es wirklich. Wie wäre es mit einer Ganzkörperrasur? Nee, Ganzkörperrasur gibt's nicht. Komm, ich fahr auch 100 Kilometer vorbei und tu dich wachsen. Da wäre ja sofort dabei beim Entwachsen. Nee, danke. Hi, aber wir sehen uns ja eh bald, alle persönlich. Stimmt. Vielleicht haben wir bis dahin auch schon die 2000 Abonnenten. Meins? Nee, das wird ziemlich knapp. Ja, wenn die Leute heute das teilen, so auf Facebook mit ihren Freunden und alles Mögliche und jedem zeigen, könnte ich schon zügiger vorangehen, aber. Zeigt es euren Freunden, damit Florian sich ganz im Gesicht rasieren muss. Ja. Außer die Haare, die bleiben dran oben. Glatze mache ich nicht. Glatze. Nein, es gibt keine Glatze. Doch. Nein, er sieht aus wie ein Krebskranker. Du bist ein Krebskranker. Nein. Ich habe einen Eierkopf. Ich denke, du bist Krebs. Ja, bin ich auch. Aber es heißt ja nicht, dass ich krank bin. Ja, ein bisschen. Du hast also einen glatzen, ungeeigneten Schädel. Ja. Eierkopf. Ja, und was ist, wenn du dann so in so 10, 15 Jahren wirklich eine Glatze kriegst? Trägst du eine Perücke oder was? Dann ist das wohl so. Wollte schon sagen, bist aber dann kein Perückenträger. Also nein, um Gottes Willen. Männer, die nur bis 30 alle Haare auf dem Kopf haben, die bleiben mal bis zum letzten Tag. Echt? Ja. Also, da wird man den Pelz nie los. Sehr schön. Ich habe genug Haare auf dem Kopf. Hast du schon graue Haare, Flo? Nee. Oder? Ja. Nein. Am Bart und am Sack. Ich habe höchstens, krieg ich von euch graue Haare. Wir geben jetzt mehr. Ja, das ist gut. Aber auf der 1. Ich habe auch noch keine grauen Haare, Gott sei Dank. Nee, hast du nicht? Nee, aber viele, die ich kenne, die in meinem Alter sind, die haben alle schon graue Haare. Alter, mit 30 hatte ich auch noch keine grauen Haare. Schulter, aber dann geht's abwärts. Hast du mir überlegt, ob es vielleicht an dir liegt? Nein. An deiner Umgebung und so, also dass die da alle graue Haare kriegen wegen dir vielleicht. Nein. Nee? Das war nicht lustig, Flo. Er macht sich keine grauen Haare, er macht andere welche. Ja, das auch noch.